control. He will follow through. Den derzeitigen Stand der Blunderbuss-Büchse, den kennt ihr ja. Wir haben den Schaft und das Rohr. Beide noch in einem sehr rohen Zustand, aber ihr kennt den Grund ja. Das wird erst zusammen angepasst, sobald wir mehr Teile haben. Wir kommen zu mehr Teilen heute und zwar wahrscheinlich zu drei Stück. Einmal zu diesem Teil von der Schulterstütze, dann die Schulterstütze selbst und hier unten dieser Messingwinkel. Der sieht nämlich auch sehr, sehr geil aus im Original. Und da möchte ich mir besonders viel Mühe geben. Ich hoffe, dass es auch so klappt, wie ich mir das vorstelle. Diese drei Teile sind so, wie sie im Original aussehen, aus Messing, Messing und Stahl. Da ich jetzt keinen Stahl benutzen werde und auch ganz sicher kein Messing, benutzen wir in dem Fall wieder Holz, grundieren das dann und sprühen das dann an mit einer Bronze-Gold-Messing-Lackierung. Das wird ziemlich geil aussehen. Das hier hinten wird dann eher so schwärzlich-silbergrau gehalten. Und ich denke, das kriegen wir heute auch hin. Wir werden mit dem schwärzlich-silbernen Schulterstützenteil anfangen, weil der uns nämlich den Anschlag für diesen Oschi hier und hier unten den Messingwinkel gibt. Wir arbeiten uns ab der Folge heute quasi von hinten nach vorne durch. Was ich mir noch irgendwo besorgen muss, sind so ein paar alte Schrauben mit so großen, flachen Köpfen, mit einer Schlitzschraube drin, dass ich die dann als Verzierung noch mit reindrehen kann oder sogar als haltendes Element. Da muss ich mal gucken, ob ich da noch irgendwas beibekomme. Am besten irgendwo in einem Antiquitätenladen oder so. Mal schauen. Oder bei der Oma aus den alten Möbeln rausgedreht.
unser erstes Stück sieht es schon mal ganz ordentlich aus. Ich habe es jetzt schon mal ein bisschen mit der Feile bearbeitet, habt ihr ja gesehen, dass es schon mal ein bisschen Konturen und diese Gebrauchsspuren bekommt. Wenn man es jetzt mal dran hält, sieht es schon mal ziemlich nice aus. Dass wir uns jetzt von dem eichenen Griff schon mal abheben, werden wir dieses Stück jetzt hier schon mal grundieren. Und zwar erst mit einer Holzgrundierung, mit einer klaren und dann mit einer farbigen, wahrscheinlich grau oder weiß, je nachdem, was ich gerade da oben in meinem Regal stehen habe. Haben wir das Ding grundiert, lassen es trocknen und machen uns dann an den oberen Teil der Schulterstütze. Mit diesem wunderschönen oberen Schulterstützenbügel, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, haben wir jetzt noch ein bisschen was vor. Er ist jetzt grundiert und wird als nächstes nochmal leicht angeschliffen mit 240er Schleifpapier und dann überlackiert mit diesem Bronzespray. Bis dieses Teil allerdings getrocknet ist, kümmern wir uns um etwas anderes. Und zwar das letzte Teil von den dreien, die wir heute bauen wollen. Dieser wunderschöne Messingwinkel. Ich habe jetzt gerade mal bei den Möbeln von meiner Oma durchgeguckt, ob da irgendwo zufälligerweise ein Winkel dran ist, der mir gefällt. Aber da ist überhaupt nichts dran. Leider gar nicht. Noch nicht mal Schrauben, da muss ich auch noch mal schauen, wo ich die herbekomme. Am besten, ich nehme einfach Schlitzschrauben mit einem Messingkopf. Bin gar nicht so blöd. Die Schablone für diesen Winkel habe ich jetzt schon ausgeschnitten. Wir schneiden wie immer erst außen um die Schablone außen rum und haben quasi dann eine 2D-Ansicht. Und kümmern uns dann um Kanten und Konturen. Auch dieses Teil, so schön es dann in Esche aussehen mag, werden wir dann grundieren und auch mit diesem Bronzespray ansprühen.
So langsam können wir sehen, wir räumen auch farbtechnisch mal von hinten auf. Die drei Teile, die wir heute machen wollten, habe ich fertig bekommen. Was ich allerdings nicht gefunden habe, sind Messingschrauben. Ich habe jetzt ganz normale Spacks genommen, die sind zwar schon golden, aber ich denke, dass ich zumindest hier hinten mir Holzstückchen nehme, die rund schleife oder rund schneide, wie auch immer. Oben einen Schlitz reinsäge und die dann auch Bronze- oder Messingfarben lackiere und über die Schrauben, die ich jetzt drin habe, drüber klebe. So gefällt mir das nämlich im Moment noch nicht, außer hier und da unten. Da sind diese goldenen Schrauben doch ziemlich schön, finde ich. Und fallen auch nicht allzu sehr auf, wie ich finde. In der nächsten Folge, in der wir uns so hoffentlich wiedersehen werden, kümmern wir uns hier um diesen Büchsenaufbau. Der besteht aus 4 oder 5 Hauptteilen, ich bin mir da nicht ganz so sicher, und braucht dann aber auch wieder ein paar Metallverbinder und ein Teil besteht auch aus ein paar kleineren Einzelteilen. Hauptsächlich sind es aber oben diese geschwungenen Bügel und diese Box, die hier hinter dem Rohr sitzt. Das wird das erste Mal, dass es in dieser Serie wirklich tricky wird, weil es wieder was mit Mechanik zu tun hat. Es soll nämlich nicht einfach nur so aussehen wie da auf dem Bild, sondern es soll sich auch zumindest so bewegen lassen können. Ob ich es auch mit einem Gummizug oder so und einem Schnappmechanismus ausstatten kann, dessen bin ich mir noch nicht so sicher. Wer das Video zum Puzzle mitgesehen hat, hat vielleicht gemerkt, dass ich mich mit Zahnrädern und Schnappmechanismen und so noch nicht ganz so gut auskenne. Aber deshalb mache ich ja sowas, um an mir zu arbeiten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr es nicht alles mitbekommen habt, könnt ihr es auf meinem Kanal nachschauen. Und ansonsten sehen wir uns demnächst wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tüdelü!